Auf geht's in die letzte Vorrundenpartie. VfB Stuttgart gegen den DSC Arminia Bielefeld. Bielefelder könnten sich mit einem Erfolg noch vorschieben bis auf Platz 2. Stehen aber 9 Punkten aus 3 Spielen. Stuttgarter könnten auf 10 Punkte stellen. Je nach Höhe des Erfolgs könnte das auch noch bis zu Platz 2 bedeuten. Also es ist noch eine unsichere Konstellation. Spannend hier bis zum Schluss. Und wir haben den ersten Treffer für den VfB Stuttgart. Yannick Oettinger, so langer Ball hier in die Tiefe gespielt, wunderbar gedreht, eine starke Mittelstürmeraktion. Yannick Oettinger, gestern auch schon auffälliger Spieler beim VfB, der jetzt schon wieder anläuft. Zwei absolute Top-Teams der Vorrunde, auf jeden Fall hier zu sehen. 7 Punkte für den VfB, 3:1 gewonnen gegen Werder Bremen, 2:1 gegen Düsseldorf und dann ein 2:2 unentschieden gegen den Hamburger Sportverein. Bielefeld mit dem perfekten Start, 9 Punkte in 3 Spielen, 4:3 gegen Union Berlin, 3:2 gegen den HSV und ein 3:1 gegen den 1. FC Köln. Wieder starker Ball in die Spitze, macht der VfB gut. Haben eine tiefe Aufstellung, tiefer als die meisten anderen Mannschaften. Auffällig in der Struktur der Schwaben. Und auch hier setzen sie im letzten Gruppenspiel auf einen Feldspieler am Tor, Marco Zrilic. Jetzt wieder zurückgewechselt. Und der Torgefahr nach dem Eckball. Die 11, Fabus Salami. Einer der auffälligsten Spieler bei Arminia Bielefeld, zusammen mit Tanay Kosa. So, nächste Gelegenheit für den VfB wieder durch Oettinger. Wieder Oettinger legt den Ball in die Mitte, aber kein Problem für Bielefelds Torhüter Aaron Herrmann. Wechsel jetzt bei der Arminia. Alles eingefangen. Das Team und Kamera OWL. Gestern schon nonstop auf der Höhe. Und auch heute an diesem langen Fußballtag. So, hier eben zu sehen, der Feldspieler mit Leibchen. Marco Zrilic. Abgewehrt hier der Schussversuch von Aaron Herrmann. Eckball für den VfB. Kein Foul hier. Schön der Lupfer. Toller Moment. Matthias Sigas trifft hier zum 2:0 für die Schwaben.
gefühlvoll unter die Latte. Hier der nächste Abschluss von dir, Majid. Auch er gestern schon auffällig unterwegs. Erste Partie dürfte gleich übrigens Wolfsburg gegen Dortmund sein. Dortmund hat ja eben um 9:30 gespielt. Die Wolfsburger ein Spiel davor, also ein kleines Stück mehr Pause für den VfL. Und hier das nächste Tor für den VfB. Marek Rohm trifft für Stuttgart. Schon deutlich hier der Verlauf. Bielefeld kommt noch nicht so gut in den Sonntag. So, Eckballversuch. Aber Salami wieder mit der 11. Felder ja mit Gabriel Imran, dem 34-jährigen Trainer. Spannende Trainerpersönlichkeit. Gerade Buch geschrieben, Fußball mit Prinzip, während wir den nächsten Treffer für den VfB sehen. Luca Rega trifft für Stuttgart. Ziemlich humorlos, Doppelpass hier, direkt abgezogen, wunderbar genommen. Tolle Schusstechnik. 4-0. Also Gabriel Imran, Fußball mit Prinzip. Spannender Ansatz, der auch ein Stück weit von der DFB-Philosophie abweicht. Aus meiner Sicht sinnvoll abweicht. Nächster Versuch hier für den VfB. Wieder geblockt. Stuttgart enorm entschlossen, enorm gedankenschnell hier auf der Platte. Haben sie was vorgenommen heute? Das spürt man. Unglücklich, der Ball aber vor der Linie geklärt. Freistoß. Entscheidend. Da haben wir links im Bild Gabriel Imran. Ganz links. Der Trainer der Bielefelder. Salami setzt sich durch. Vorbeigelegt der Ball von Max Ernst. Kommt aber nicht entscheidend zum Abschluss. Stuttgart kombiniert erfolgreich. 5-0. Torschütze Tuncay Durna. Also erleben hier nochmal. Tolle Szene. Über die Bande gespielt. Doppelpass. Doppelter Doppelpass. Schöner Hallenfußball. 5-0. Kalte Morgendusche für die Bielefelder, für die Ostwestfalen. So, Majid mit dem Solo. Abschlussversuch wieder pariert. Also, Prognose von mir. Thesentime
Florian Heldstern, Torwart bei den Stuttgartern. Wenn Stuttgart weit kommt, einer der großen Favoriten für den Torhüter des Turniers, der Nationalkeeper der Schwaben. Starker Auftritt, gestern auch schon. So, Salami. Über die Bande, Abschlussversuch. Schluss für den VfB. Ah, Bielefeld gibt nicht auf. Das ist auch schon die Beobachtung des ganzen Turniers. Keine Mannschaft lässt sich groß gehen. Alle ziehen weiter durch. Salami jetzt mit dem Ehrentreffer für die Bielefelder. Wenn der zum Abschluss kommt, dann wird es gefährlich. Tolle Technik, viel Kraft dahinter. Letzte Minute läuft in diesem letzten Vorrundenspiel. Danach gibt es eine Pause von ca. 10, 15 Minuten. Ja, Treffer zählt nicht. Da war der Bielefelder Betreuer im Weg. Deswegen Abschluss. Richtig entschieden. Die menschliche Bande, kann man sagen. Also 10, 15 Minuten Pause und dann geht es eben in die K.O.-Runde. Mutmaßlich mit dem ersten Spiel Dortmund gegen Wolfsburg werden wir uns dann aber hier auch noch gemeinsam anschauen, welche Paarungen dann anstehen. Die 20 Sekunden noch auf der Uhr. Nächste Möglichkeit für den VfB. Bielefelds, Aaron Herrmann verhindert. Da ist so Salami mit der nächsten Chance. So hoch gezielt. Ach, den kleinen Fehler von Florian Heldstern. Vier Sekunden auf der Uhr, nächster Schussversuch. Das war's. Der VfB gewinnt deutlich mit 5:1. Und das war sie, die Vorrunde. Das waren die ersten 32 Spiele beim Privy Cup 2023. Wir gehen jetzt, wie gesagt, in eine ganz kurze Pause. Die Mannschaften werden sich sortieren, der Spielplan wird sich sortieren und dann geht es gleich um die Wurst. Denn dann bedeutet Niederlage gleich ausscheiden. Und ja, wir freuen uns ultra auf diesen Tag gleich, denn gleich wird der Privy Cup so richtig zum Leben erwecken und ja, werden großartige Momente, tolle Spiele. Wie gesagt, kurze Pause, wir sind gleich wieder da. Bis gleich, danke.